Was wir beide nicht mehr können, steht im Raum. Wie ein rosa Elefant. Ich kann euch beiden nicht entkommen, steh allein mit dem Rücken. Ich darf heute den Musiker Toni Kraus zum Promis Traum-Interview begrüßen. Toni Kraus, 1997 in Erlabrunn im Erzgebirge geboren, 2003 dann Kinderstar in der Volksmusikszene, dann erstmal die Schule zu Ende gebracht, dann 2015 der große Plattenvertrag bei Sony Music, verbunden mit Auftritten auf den großen Bühnen Deutschlands und heute mit einer neuen Single am Start, Mein Zuhause, in der der liebe Gott auf einmal auftaucht. Darüber wollen wir heute sprechen. Toni, herzlich willkommen hier in München. Hallo, freue mich. Und ganz egal, was auch geschieht, du bleibst für immer mein Zuhause. Auch der Wind da draußen weht, du bleibst für immer mein Zuhause. Die Süddeutsche Zeitung titelte über dich die ostdeutsche Hoffnung der Popmusik. Und wenn man deine beiden neuen Songs hört, Mein Zuhause und Rosa Elefant, da muss man wirklich sagen, die Süddeutsche hat recht. Ja, die liegt da völlig richtig. Du hast ja deine Karriere sehr früh begonnen als Kinderstar in der Volksmusikszene, also in einer ganz anderen Richtung und warst sogar Co-Moderator von Florian Silbereisen. Wie kam das dazu? Ja, das kam so, dass mein Papa ja Frontmann der Band Randfichten war und ich in der Volksmusik groß geworden bin. Ich habe mit 3 Jahren schon vor der Bühne gestanden. Mein Papa stand damals noch nicht in Holzmichl gesungen hat, aber später dann. Und das hat mich schon immer fasziniert. Also Bühne, Musik, das Licht, die Leute davor, da wusste ich ganz zeitig, dass ich das machen möchte. Und und dann kam das irgendwie so, dass ich selber angefangen habe, Musik zu machen und dann mit 6 Jahren meinen ersten Fernsehauftritt hatte und dann kam die Lawine so ein bisschen ins Rollen. Also man hat ja nie gedacht in dem Moment bei einem ersten Fernsehauftritt oder so, dass da jetzt mehr draus werden sollte. Wurde dann trotzdem irgendwie so. Ich wollte dich küssen, wenn der Sommerregen fällt. Ich wollte dich nochmal so lieben. Doch du kommst nie mehr zurück in meine Welt. Ja, wie kam es jetzt dann dazu, dass du jetzt auf einmal Popmusik dann gemacht hast und nicht mehr Volksmusik? Es hat sich einfach so entwickelt, glaube ich. Also ich habe mit 11, 12, 13 Jahren angefangen, eigene Songs zu schreiben. Die waren natürlich logischerweise noch nie gut, aber ich habe das letzte Mal immer mal wieder gelesen und dann ist das immer sehr lustig, wenn man das mal wieder guckt, was man da so zusammengeschrieben hat. Aber es war trotzdem so eine Initialzündung dafür, dass man so gemerkt hat, okay, ich will was Eigenes machen und ich schreibe selber. Und es gab jetzt nie so diesen Moment, wo ich jetzt irgendwie so gesagt hätte, so und jetzt mache ich andere Musik, sondern es hat sich halt einfach so entwickelt, weil man hat das halt irgendwann geschrieben und man hat angefangen, das auch ja instrumental irgendwie zu gestalten und dann mal in ein Studio zu gehen und damit was zu machen und es ist dann halt einfach Pop geworden, so weil das war, was ich damals zu der Zeit, glaube ich, auch ganz viel gehört habe selber, bis heute viel höre. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt hätte, so jetzt machen wir andere Musik, sondern das ergab sich einfach so und mir war immer wichtig, dass ich einfach Dinge mache, Musik mache, die wo ich dahinter stehen kann. Und das war halt früher so. Ich habe als Kind Volksmusik richtig geil gefunden und habe dann aber halt später ganz viel Pop gehört und das war dann die Musik, die ich machen wollte. Und ich glaube, ich kann immer sagen, dass ich authentisch war mit dem, was ich gemacht habe und mit dem, was ich mache. Mhm. Ja. Und dann war es Pop. Und was mir da auffällt, also ein sehr tiefgehender Text mit tiefen Gefühlen und das mit 16 Jahren. Ja, ich habe relativ zeitig angefangen. Also ich habe so meine erste, die erste Beziehung, die man vielleicht so nennen kann, ging irgendwie mit 13, fast 14 los. Es ging so los mit so ein bisschen Knutschen auf dem Schulhof nur, wurde dann aber halt irgendwie in 2 Jahren doch eine erstmals etwas erwachsenere Beziehung. Und ich habe relativ zeitig angefangen und auch relativ zeitig schon viel über Gefühle und über Liebe und so nachgedacht, wo andere noch irgendwie hauptsächlich Fußball gespielt haben oder irgendwie draußen über die Wiesen geturnt sind, habe ich mir manchmal schon über solche Sachen den Kopf zerbrochen.
Und dementsprechend war die Mucke halt dann auch so. Also mir haben viele Leute auch so mit 15, 16 immer gesagt, die Mucke ist cool, aber wir kaufen dir das nicht ab, so, weil das halt Gefühle waren, wo die halt andere 16-Jährige scheinbar nicht geteilt haben, so, aber für mich war das schon damals irgendwie präsent und deswegen ist der Song dann so geworden, beschreibt so den Abschied von der ersten, vom ersten Mal verliebt sein. Und dann kam ja der Plattenvertrag bei Sony Music und du hast dann als Voreact von Max Giesinger gespielt und warst als Gastact mit dem DJ-Duo Gestört aber geil auf Deutschland-Tour und hast da große Bühnen gespielt, vor tausenden Menschen aufgetreten. Und was mich da interessiert, wie war das Rock'n'Roll-Leben dann für dich? Ja, also schwierige Zeit. Da muss man ein bisschen ausführen für. Also wir waren 2016 auf Deutschland-Tour und eigentlich, ja, also erstmal war es ein sehr großer Zeitaufwand ringsrum. Es war damals so, ich war mit dem Abi fertig und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und war quasi von Montag bis Freitag 40 Stunden arbeiten, habe mit teilweise schwerst Mehrfachbehinderten gearbeitet. Und dann bin ich Freitagnachmittag ins Auto gestiegen und dann sind wir zu denen auf Tour gefahren, Freitagabend gespielt, Samstagabend gespielt, manchmal Samstagnacht zu Sonntag nochmal gespielt und dann Sonntag irgendwie nach Hause gekommen nachmittags und wollte nur schlafen und essen und irgendwie überleben, um dann nächsten Tag wieder auf Arbeit gehen zu können. So, das war damals mein Leben. Und ich habe parallel? Ich habe eine Freundin gehabt, mit der war ich zu dem Zeitpunkt auch schon 3 Jahre zusammen. Und ja, die ist natürlich ein bisschen in Runde gefallen dabei. Ne? Und genau, und dann hat man da ein Rock'n'Roll-Leben geführt. Also auf dieser Tour und hinterher und also auch noch, sag ich mal, bis 2018, 2019, wo man ja halt gedacht hat, man muss sich auch mit ganz vielen Frauengeschichten und mit Untreue und mit ja, allem, was so dazugehört, irgendwie beweisen, dass man was wert ist. Und ist aber ein Teufelskreislauf, der es eigentlich nur noch schlimmer macht, aber das ist halt in dem Moment nicht bewusst. Am Ende muss man sagen, ja, wahnsinnig traurig. Also wenn ich mich selber damals sehe und auch ich rede da auch mittlerweile relativ häufig drüber, auch mit anderen Leuten, die vielleicht auch in selben Situationen stecken oder sich dieselben Fragen stellen. Ich bin rückblickend total wütend auch manchmal über mich selber gewesen und so sehr, ja, sprachlos über das, was man gemacht hat. Mich schüttelt es manchmal rückwirkend richtig, wenn ich an bestimmte Sachen denke. Ja, am Ende hat es halt trotzdem dazugehört und am Ende ist, glaube ich, alles für irgendwas gut. Hat mich damals meine erste große Liebe gekostet und da habe ich noch jahrelang dran zu knabbern gehabt, obwohl ich das selber versaut habe und obwohl ich da, glaube ich, fast alleine verantwortlich für war, aber das hat mich noch Jahre beschäftigt und da sind noch viele Songs drüber entstanden. Ja, aber man lernt bestenfalls daraus. Und die Songs kann man heute auf YouTube wahrscheinlich dann auch, ja, auch hören. Ja, tolle Songs. Was mir jetzt bei deinem aktuellen Song Mein Zuhause auffällt, und was so ganz anders ist als bei anderen Künstlern im Popgeschäft. Du bringst im Text Gott damit rein. Und was ist denn deine Motivation dazu? Und gab es da ein einschneidendes Erlebnis, dass das jetzt auf einmal ja, bei dir im Leben eine Rolle spielt? Also ich bin eigentlich schon, also offiziell schon länger Christ. Ich bin getauft als Kind und habe auch 2014 schon mal bei einer Evangelisation mein Leben Gott übergeben und habe da quasi also mich dort nochmal entschieden, ja, ich will mit Gott gehen, aber eigentlich haben wir ja gerade gehört, hat dann erst so wirklich die schlimme Phase angefangen. Ich hätte mich, glaube ich, auch früher schon als Christ beurteilt, ich habe mich auch früher schon als Christ bezeichnet, aber das war einfach ganz viel, ja, Label, also das hat nicht viel mit meinem Leben zu tun gehabt oder hat irgendwie keine Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Ich war zwar offiziell Christ und ich habe manchmal gebetet, meistens irgendwie für irgendwas, wenn ich irgendwie Hilfe gebraucht habe oder wenn irgendwie eine Situation glimpflich ausgehen sollte oder so. Aber es hat, ansonsten habe ich gemacht, was ich will. So. Und habe auch da keinen Blick für gehabt. Und dann habe ich 2020 im Sommer erst wieder eine sehr schmerzhafte Trennung hinter mir gehabt, aber an der war diesmal nicht ich schuld. Oder nicht, sag ich mal, nicht hauptsächlich.
da bin ich quasi betrogen worden und auch verlassen worden und ja, ganz auch menschlich, zwischen Menschen eine ganz schwierige Geschichte, was da passiert ist. Und das hat mich dermaßen aus der Bahn geworfen und ich bin im Sommer krank geworden. Ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung gehabt, also meine komplette rechte Gesichtshälfte ging nicht mehr. Und ja, Krankenhausaufenthalt dann auch später noch, mit, weil ich dann auch noch psychosomatische Symptome hatte, eigentlich am ganzen Körper und es mir psychisch auch nicht gut ging. Zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie sowas wie Panik verspürt und dann tatsächlich auch eine Art Angststörung diagnostiziert bekommen. Und ja, also eine Phase, wo ich unglaublich viel erstmal über mein Leben nachgedacht habe generell, wo ich ganz viele Dinge dann auch angepackt habe, also wo ich mich so gefragt habe, okay, was läuft denn schief in meinem Leben? Was mache ich eigentlich, was ich selber moralisch total verwerflich finde und trotzdem mache ich das? Ne? Also es war ja nie so, dass ich irgendwie auch früher Untreue cool gefunden hätte oder dass ich das cool gefunden hätte, wenn man so einen Verschleiß an Frauen hat oder so. Das habe ich auch immer bei anderen Leuten so ganz, ganz weird empfunden und habe das natürlich für mich dann auch bewusst verschwiegen. Und trotzdem hat man es ja irgendwie gemacht. Also ja, genau. Und da habe ich ganz viele Dinge angepackt. Ne? Ich habe auch meine Jugend hindurch, wie viele andere auch, bin mit Pornografie in Berührung gekommen. Ja. Auch das war ein Punkt, den ich einfach dann komplett gestrichen habe aus meinem Leben, wo ich frei werden durfte. Und dann hat man halt einfach gemerkt, an der Stelle, wo ich so krank war und wo man dir im Krankenhaus sagt, es gibt keine Garantie dafür, dass das Gesicht irgendwann wieder so wird, wie es war, dass quasi das Gesicht wieder funktioniert, sind wir Menschen dann ja doch geneigt, dazu zu fragen, wer könnte mir denn jetzt noch helfen? Also wenn es kein Arzt kann und wenn es kein Medikament kann oder nicht hundertprozentig, wer hält es denn in der Hand? Und das war natürlich der Punkt, wo ich ja meine Beziehung zu Gott wieder intensiviert habe, natürlich erstmal dafür motiviert. Und wo ich dann einfach erfahren habe, dass mir Gott so ein paar Punkte aufgezeigt hat. Also es haben dann auch wirklich Leute in mein Leben gesprochen und ich habe einen Freund oder Pastor angerufen, die haben ja dann auch klipp und klar mal ein paar Dinge gesagt. Er hat gesagt, warum machst du denn das und warum machst du denn das? Und wo es dann auf einmal auch so Klick gemacht hat bei mir. Und dann habe ich quasi angefangen, wirklich mit Gott zu gehen und mein Leben danach auszurichten. Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Ich war immer ein sehr kritischer Mensch auch. Also ich habe immer sehr viel... Ich habe früher so versucht, das in so eine Schiene reinzubekommen zwischen, naja, Wissenschaft und Gott und da gibt es irgendwas dazwischen und es ist nicht das, was die Bibel sagt, aber es gibt schon irgendwas und so. Habe das irgendwie so versucht, unter einen Hut zu bringen. Und wenn du dann anfängst, Bibel zu lesen, manchmal auch sehr naiv, weil du einfach denkst, ich will einfach wissen, was da drin steht und du merkst dann irgendwie, also das spricht zu dir und das ist irgendwie, das stimmt, was da drin steht und du probierst dann die Dinge aus, die da drin stehen, ne? Und sagst, so betest einfach mal und fängst einfach mal an, Schritte mit Gott zu gehen. Also so gar nicht dieses, ich bin jetzt ein super Theologe und ich bin jetzt super, super christlich, sondern einfach, ich fange an, mit Gott zu gehen, ich fange an, Bibel zu lesen und ich gucke einfach mal, was sich ergibt. So nach dem Motto, wenn nichts passiert, kann ich ja in 3 Monaten sagen, jo, war Müll, hau ich weg, so, ne? Und das dann zu merken, dass das real ist, das war auch für mich einfach, ja, mindblowing, würden wir sagen. Also irgendwie so richtig, das hat mein Leben einfach verändert. Ich lebe seit 1,5 Jahren in Teilzeit. Also ich habe mich dafür entschieden, tatsächlich auf meine spätere Frau zu warten, was natürlich sehr grotesk ist und auch mein Umfeld sehr staunend aufnimmt, teilweise positiv staunend, teilweise finden die es auch irgendwie ein bisschen strange, wenn man natürlich früher viel unterwegs war, noch bekannt war dafür, dass man relativ viel unterwegs ist und jetzt im Prinzip sagt so, nö, ich warte. Habe ich taufen lassen letztes Jahr, Erwachsenentaufe, weil ich einfach nochmal dieses Zeichen setzen wollte, ich bin ein Kind Gottes und ich gehe mit ihm und das bestimmt mein Leben. Ja, und dann habe ich mich jetzt eben auch dafür entschieden, genau das in meiner Musik nicht zu verschweigen. Ich habe immer, habe ich vorhin schon gesagt, schon seit ich jugendlich war, immer über das geschrieben, was mich bewegt hat, was mich beschäftigt hat, was ich durchlebt habe, wo ich meine Gefühle reingepackt habe. Und jetzt ist es so, dass das halt auch einfach dazugehört. Ich glaube, dass Gott uns bald zusammenführt. Dieser Song hier eines Tages uns gehört. Und ganz egal, was auch geschieht,
Du bleibst für immer mein Zuhause, wie rau der Wind da draußen weht. Du bleibst für immer mein Zuhause. In dem Song kommt ja auch so eine große Sehnsucht, wird zum Thema nach Ehe, nach Familie, nach Treue. Mhm. Warum ist dir das wichtig, dass das in dem Song so drin steht? Ja, erstmal, warum ist mir das generell wichtig? Weil ich halt das Gegenteil davon gemacht habe in meinem Leben. Also ich habe einfach, ja, die Erfahrung, hätte ich fast gesagt, die Erfahrung gemacht, wie eben das Leben abläuft, wenn man es anders handhabt. Und das ist so ein Punkt, den ich heutzutage auch sehr kritisch betrachte, weil ich ja schon mitbekomme, dass die Welt oder auch unsere Gesellschaft jetzt nicht mehr unbedingt so auf Ehe und Familie angelegt ist und gerade in meiner Generation schon viele andere Modelle existieren, wo wir von Freundschaft Plus reden, wo wir von Polyamorie reden, wo wir von so ganz vielen Konstrukten reden, die es angeblich einfacher machen. Und gut, wer damit sagt, damit bin ich glücklich und also wirklich glücklich und das auch ehrlich zu sich sagen kann, denn ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sehe halt ganz, ganz viele Leute, die in genau solchen Konstellationen abhängen und die halt eigentlich glauben, so wie ich das auch geglaubt habe, dass das glücklich macht, aber die eigentlich, wenn man das von außen mal mit Verstand betrachtet, dass man eigentlich merkt, ja, die sind jetzt nicht unbedingt glücklich. Also ich glaube, viele Menschen sehen sich tief im Herzen danach eigentlich anzukommen irgendwo, angenommen zu sein, wie sie sind, ein Zuhause zu haben. Dann versuchen wir das, aber dieses Bedürfnis irgendwie auf sehr kuriose Art und Weise zu lösen. Ich bin tatsächlich heute mit dem, was ich selber gemacht habe und wie ich gemerkt habe, wie man sein Leben damit gegen die Wand fahren kann, wirklich einfach der Meinung und ein Verfechter von Ehe. Also ich glaube, dass das Konstrukt alles andere als unzeitgemäß ist und dass dass die meiste Frucht bringt, um dass zwei Menschen wirklich zusammenwachsen können, dass zwei Menschen eins werden können und dass zwei Menschen sich auch langfristig weiterentwickeln können, eben wenn sie nicht, so wie es unsere Großeltern eigentlich gemacht haben, ne, eben nicht bei Problemen wegzulaufen und eben nicht zu sagen, jo gut, dann lassen wir uns jetzt scheiden, sondern eben die guten wie auch die schlechten Zeiten, die viele Leute dann halt auch gern vergessen, zu durchleben. Und ich glaube, dass das ist, was zwei Menschen wirklich am meisten zusammenbringt und wo man sich ja selber am meisten weiterentwickeln darf. Und ich bin halt immer ein Familienmensch auch gewesen. Ich war immer gerne zu Hause. Habe einfach gemerkt, auch in Zeiten, wo das in der Schule schwierig war und wo man viel draußen rum war, zu Hause bist du halt der du bist und da bist du auch angenommen, so wie du bist. Nicht, weil du Musik machst oder weil du irgendwas besonders toll kannst, sondern bist du halt angenommen, weil du halt so das Kind deiner Eltern bist, das Enkelkind deiner Großeltern bist. So. Und ich wünsche mir, dass halt irgendwann für meine Kinder, für meine Enkelkinder, was auch immer so kommt, auch zu sein. Wie findest du einen Draht zu Gott? Also eigentlich im Gebet. Ich bin jemand, ich bete mittlerweile relativ viel. Also nicht mal so das klassische Tischgebet und so, das mache ich zwar auch. Also ich versuche immer dran zu denken, Gott schon dafür zu danken, was ich habe und so. Aber ansonsten, es geht eigentlich früh los, nochmal aufstehen, dass ich Gott einfach danke für die Nacht, einfach dafür danke, dass ich wieder aufgewacht bin. Auch wirklich ihn einlade, so mit in diesen Tag zu gehen und ihm auch die Dinge hinlege, die mich an diesem Tag erwarten, von denen ich vielleicht Respekt habe, wenn irgendwas ansteht, dass man irgendwie in München ein Interview hat oder so, dass man dann sagt, da brauche ich dich bei. Und am Tag natürlich auch, wenn da irgendwas ist, wo ich merke, ich habe was auf dem Herzen, ich will was abgeben, da spreche ich mit Gott drüber. Abends vorm Schlafengehen ist das sowieso Ritual, hätte ich fast gesagt. Also wirklich da nochmal meinen Tag Revue passieren zu lassen. Auch nochmal vor Gott zu sagen, hatte ich Probleme an dem Tag, was war cool, wofür bin ich dankbar, wovor habe ich Respekt, was beschäftigt mich gedanklich. Wie so eine Mischung aus bestem Freund und Vater und Gott, mit dem man sich da eigentlich unterhält und dem man einfach alles hinlegt, weil er halt derjenige ist, der alle Dinge sieht, der ja dabei ist und ja, das ist so, das ist das, wo ich glaube ich am meisten Draht zu Gott bekomme. Natürlich im Worship, also im Lobpreis, also Musik zu hören, Anbetungsmusik nennen wir das, wo wir im Prinzip Songs für Gott singen und uns auch in seine Gegenwart bringen. Ich bin in der Seal Church in Leipzig, das ist quasi eine freie, freikirchliche Gemeinde, eine sehr junge Gemeinde,
die ein unfassbar großes Herz für Menschen hat, was ich total liebe. Und ich die Menschen sehr liebe, die Pastoren sehr mag, die Predigten liebe. Also sind alle Predigten von uns übrigens auch auf YouTube. Da kann man mal reingucken. Ja, das ist so das, wo ich in Gottes Gegenwart komme. Und ansonsten, wie gesagt, nehme ich ihn einfach mit durch den Tag. Macht das Leben scheinbar leichter. Ja, definitiv. Also ist voll krass. Man denkt immer so. Also ich habe, mein Blick von früher auf Gott war immer so, da darf ich das nehmen, da darf ich das nehmen und so. Aber darum geht es am Ende überhaupt nicht. Ich hab auch nie so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt Christ werde und dann irgendwas nicht mehr durfte, sondern ich bin Christ geworden und dadurch hat sich mein Blick auf Dinge einfach verändert und ich wollte dann bestimmte Dinge einfach nicht mehr und merke halt heute, dass mir das total gut tut. Und ne, das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, so. Man denkt immer so, man muss das und das und das machen oder das sagt uns halt auch so die Welt. Ansonsten ist man irgendwie komisch und unglücklich und so. Aber wenn man dann mal genau das macht, was einen angeblich unglücklich macht, merkt man irgendwie krass, es macht was mit mir und es macht mich irgendwie glücklicher als so der ganze Shit, den man angeblich so machen müsste. Was bedeutet für dich Christsein? Also ganz runtergebrochen, glaube ich daran, dass Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, dass Jesus auf die Welt kam, der für meine Sünde, für deine Sünde, für die Sünde aller gestorben ist, der quasi die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir, so wie wir sind, halt vor Gott kommen können und einfach zu ihm gehören. Und das ist eigentlich für mich so die Kernessenz des Christseins und mit diesem Wissen, also auch mit dem Wissen, mir ist vergeben. Egal, was ich jetzt mache und egal, wie sehr ich es versaue, mir ist vergeben. Und ich werde Fehler machen und ich bin natürlich dazu angehalten und versuche das natürlich auch immer weniger Fehler zu machen. Aber wir werden, bis wir irgendwann auf der Bahre liegen, glaube ich, immer wieder Fehler machen und Dinge nicht richtig machen, einfach weil wir Menschen sind. Das ändert sich ja dabei nicht. Wir sind ja jetzt keine Heiligen, sondern wir sind halt Menschen nach wie vor. Und ja, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, weil ich aus dieser Vergebung heraus, die Gott mir zuspricht, eben auch angehalten bin, anderen zu vergeben. Und damit wird vieles schon relativ einfach und alles andere ergibt sich dann eigentlich daraus. Also alles, was dann passiert, ist eigentlich so, das sollte auch jeder für sich selber rausfinden können. Also einfach wirklich zu sagen, okay, ich gehe mit Gott, ich glaube daran, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, dass er da ist, dass er mich wollte und dass er mich nicht einfach nur gemacht hat, weil ihm langweilig war, sondern weil er eben was vorhat mit mir, weil es einen Plan dahinter gibt, in meinem Leben gibt. Diese Vergebung annehmen, ja, und daraus ergibt sich eigentlich alles, was dann Christsein bedeutet. Einer aus der Promi-Szene, der wie du das Thema Glaube und Gott auch immer mal wieder in seinen Songs zum Thema macht, ist die Rocklegende Peter Maffay. Jetzt habe ich mal recherchiert und habe entdeckt bei dir auf Facebook, hat sich der Peter Maffay mal so, man kann sagen, als Fan bekannt. Mhm. Erzähl mal. Ja, wir haben 2016 die erste Single nach Sommer gegeben, quasi die erste Single von meinem ersten Album, die rauskam, hieß Bilder. War quasi ein Deutsch-Pop-Rock-Song. Song, den ich heute übrigens sehr, sehr, sehr liebe und sehr mag. Und der kam damals raus mit Musikvideo. Und ein paar Stunden nach Release hat mir ein Freund einen Screenshot geschickt, wo Peter Maffay den Song auf seiner Facebook-Seite geteilt hat und den seinen Fans empfohlen hat und gesagt hat, hier, hört euch das mal an und so. Deutschrock-Nachwuchs. Und ja, das war schon für mich damals irgendwie krass. Also einfach von so jemandem, der so erfolgreich ist, der so viele Jahre, Jahrzehnte schon im Musikgeschäft ist und erfolgreich ist, dort so ja, gelobt zu werden, dass da mein Song empfohlen wurde, das war cool. Ich glaube, wenn er das nicht ermutigt, dann was dann? Es war schön, aber es ist auch so, dass ich deswegen halt, also mir da jetzt nichts drauf einbilde oder so, weil ich halt denke, alles, was ich an Talent bekommen habe oder was ich auch an Kreativität habe, habe ich mir am Ende nicht selber gegeben. Und das hilft mir auch immer, mir das bewusst zu machen. Also ich habe für mein Talent und für etwa vorhandenes Talent und für die Kreativität, Songs zu schreiben und so, dass ich Songs schreiben kann, dass ich singen kann, halt nicht wirklich viel getan. So. Also das war halt einfach da und das ist einfach was, was
was Gott mir gegeben hat. Und deswegen, weil du gerade sagtest, Motivation, ist das halt auch meine Motivation, dass ich einfach so denke, ich glaube nicht dran, dass Gott mir das einfach umsonst gegeben hat, weil ihm langweilig war. Ich glaube, dass er das schon gemacht hat, weil es damit, ja, weil ich damit was anfangen soll. Und so, ich sag mal, verschwende dein Talent nicht. Ne? Und ja, deswegen gebe ich da einfach weiter Gas. Da ist Peter Maffay natürlich ein schöner Booster sozusagen, der einen irgendwie da natürlich ein paar PS mehr auf die Straße mitgibt, wo man einfach auch mal eine Bestätigung hat, wo man so denkt, krass, wenn der das gut findet und wenn der sich nicht zu schade ist, das auf Facebook zu teilen, dann kann es nicht so schlecht sein. Ja, aber dann gilt es natürlich einfach trotzdem weiterzumachen, und weil das alleine, das Lob alleine macht ja dann trotzdem nicht erfolgreich und auch nicht glücklich. Was ist deine Message an junge Leute? Meine Message an junge Leute wäre eigentlich immer einfach, ja, wenn man merkt, dass das, was einem, was um sich rum passiert, was alle Leute sagen, das ist normal und das ist cool und so musst du das machen, dass das deswegen noch lange nicht richtig sein muss oder noch lange nicht das sein muss, was einen selber glücklich macht. Also ich würde meinem jungen Ich heute einfach zurufen, so mach die Dinge anders, als sie alle machen, wenn du merkst, dass dich das nicht glücklich macht. Ja, und ansonsten glaube ich einfach, dass wenn ich mich mit jungen Fans auch von mir unterhalte oder generell mit jungen Leuten unterhalte, dass ich dann immer wieder merke, es ist der Wunsch schon wieder da, auch in der Generation, wieder Beziehungen zu leben, so wie Oma und Opa früher. Also dass eigentlich niemand sagt, ich will langfristig alleine bleiben oder ich will, keine Ahnung, irgendwann, ich will bis ich, wenn ich 50 und 60 bin, immer noch ein Rock'n'Roll-Leben führen. Ich glaube, viele haben schon den Wunsch in sich, dass sie sagen, ich will Familie, ich will eine feste Partnerschaft, ich will eine Ehe vielleicht sogar. Und da einfach auch wirklich zu merken, wenn ich das will, warum mache ich es dann ganz lange anders? Wenn wir Beziehungen wollen, wenn wir Ehe wollen, wenn wir Familie wollen, wenn wir Beziehungen wie unsere Großeltern wollen, dann ja, sollten wir die auch so leben, wie unsere Großeltern das gemacht hat, und nicht irgendwie so denken, ja, jetzt machen wir ganz viel Späßchen und dann wird es sich schon irgendwie so ergeben, sondern das ist auch Arbeit. Und wer sich mit seinen Großeltern Werner Wille hat mal unterhält, wird das auch merken. Und das ist einfach was ich super gerne mitgebe, wo ich einfach sage, lass uns doch heute schon darauf hinfiebern, lass uns doch den Blick da heute drauf richten. Und ja, es ist überhaupt kein Problem und überhaupt nicht schlimm und eigentlich total gesund, wirklich darauf hinzuarbeiten und mal einer Versuchung zu widerstehen. Toni, hab ganz herzlichen Dank für dieses Interview und ich wünsche dir und unser ganzes Team, ja, ganz viel Erfolg mit deiner wertevollen Musik. Dankeschön. Mach weiter so.